Hallo zum DVA Network Tutorial Kapitel 1. Wir sehen uns die Installation an. Ich habe hier schon mal die Exe-Datei heruntergeladen. Mit einem Doppelklick oder der Enter-Taste kann ich das Setup starten. Windows fragt dann noch nach erweiterten Rechten für die Installation. Die Meldung ist hier auf dem Bildschirmvideo leider nicht sichtbar, würden wir aber mit Ja bestätigen. Danach kommt dann das ganz normale Setup-Fenster. Das bestätigen wir mit Next, stimmen den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu, könnten hier einen alternativen Installationspfad angeben, über die Browse-Taste den Ordner auswählen, wir lassen das hier auf Standard, klicken auf Install, das Programm installiert sich und außerdem die Treiber für den Control 2 oder den Control 8 AD-Net Controller sowie für den AC26. Die Installation ist completed, wir bestätigen mit Close. Desktop-Verknüpfung wird automatisch angelegt. Mit einem Doppelklick lässt sich die Applikation öffnen. Und mit New Session würden wir dann beginnen. Das beleuchten wir aber weiter in Kapitel 2.